Hallihallo, da bin ich wieder. Die Osterzeit ist ja nun vorbei, die habe ich auch genossen. Nun gehen wir wieder ans Werk und basteln heute mal was mit Papphülsen. Und zwar habe ich hier Papphülsen von Haushaltsrollen und Toilettenpapierrollen. Also die gibt es auch, dass die innen weiß ausgekleidet sind oder grau. Da solltet ihr immer die gleichen Hülsen verwenden. Achtet darauf, dass sie die gleiche Größe haben. Es gibt auch kleinere, die einen niedrigeren Durchmesser haben. Also darauf solltet ihr bei den Papphülsen drauf achten. Und jetzt zeige ich euch, was wir noch an Handwerkszeug brauchen. Zusätzlich benötige ich nun eine Schere, einen Alleskleber, am besten den ohne Lösungsmittel nicht, weil dieser normale Alleskleber hat nicht so einen hohen Wasseranteil, also ich denke, der klebt wesentlich besser. Dann habt ihr hier die Heißklebepistole. Dann habe ich hier einen Bleistift. Ihr könnt ein Lineal oder ein Geodreieck nehmen, das ist ganz egal. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Ast bzw. so einen Stab. Dieser ist schwarz gefärbt. Ihr könnt aber auch einen ganz normalen dünnen Ast benutzen. So, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Heute basteln wir so einzelne Blätter, die wir natürlich nachher mehrfach an einen Zweig kleben. Wie die entstehen, zeige ich euch jetzt. Nun muss ich diese Rollen, diese Hülsen, so zusammendrücken. Da kann ich hier ruhig mal mit dem Stift so entlang fahren, dass die sich hier gut knicken lassen. Dann werde ich hier, das habe ich schon mal vorbereitet, ich habe hier meine Schneideunterlage. Die hat ja die Einteilung nach Zentimetern. Da lege ich das hier so an und trage mit dem Lineal jeweils immer 2 Zentimeter hier ab. Bei diesen Papphülsen, bei meiner kommt es gut hin, bei dieser passt es genau, dass es auch auskommt. Hier habe ich mehrere Einteilungen, wie ihr seht. Bei den Toilettenrollen ist das so, wenn ich die zusammendrücke und so hier anlege, um die 2 Zentimeter hier abzutragen, dann lege ich natürlich das Lineal an und zeichne das hier so nach. Dann ist diese letzte Sequenz hier, die ist ein bisschen schmaler. Die kann ich von jeder Toilettenpapierrolle aufheben und sammeln und dann daraus eine Blüte oder was herstellen. Von der Toilettenpapier-Papphülse kann ich immer nur 4 von diesen 2 cm breiten Streifen schneiden. So, dann nehme ich jetzt meine Schere, groß oder klein, ist ganz egal, und schneide hier diese einzelnen Streifen ab. Da stelle ich jetzt einige von her. Für ein Blatt jeweils, was ich fertige, brauche ich also nur 4 Stücke. Deswegen schneide ich jetzt mal nicht mehr. Ich habe schon was vorbereitet, aber die kann ich ja nachher gebrauchen. So, also aus 4 Stücken entsteht jetzt dieses Blatt. Da ist manchmal noch ein bisschen Heißkleber dran, das muss man nachher ein bisschen absuchen. Aber das ist dann im Grunde nachher zum Schluss die Aufgabe. Also, ich nehme hier eine Hülse und forme die so ein bisschen blattmäßig. So, dann nehme ich diese 3 übrigen Stücke und knicke die nochmal. So. Beim ersten Stück streiche ich, habe jetzt mal einen Klebstoff genommen, hier hinten die Kante, nur die Kante ein. So, da läuft der Kleber schon raus. So. Und dieses setze ich hier in diese Hülse ein. So, die geht auseinander und legt sich dann hier so rein. Die nächste Hülse nehme ich auch, klebt die hier in der Mitte ein ganz wenig fest, nur ganz eben, nicht viel, nur so in dieser Biegung. Trage hier wieder Klebstoff auf. Das heißt, hier ist es eigentlich ganz verkehrt. Dann nehme ich es nochmal ab und zwar nur an den Seiten hier. Weil ich schiebe das jetzt nicht
rein. Also diesen Fehler könnt ihr euch sparen. Das ist jetzt die Macht der Gewohnheit. Also nur seitlich ein bisschen auftragen, nahe dieser Knickfalte. Dann setze ich das hier rein, so, nicht ganz bis hinten hin, sondern so, dass so ein, ja, 5, 6 mm Platz ist. Dann nehme ich mir das nächste, falte das wieder. Mit dem Heißkleber klebt es natürlich etwas schneller, aber ich kann es euch so vielleicht etwas besser zeigen. Dann lege ich hier so einen kleinen Streifen wieder Klebstoff ein, damit nachher so ein bisschen das gehalten wird. Also nur ganz wenig. Und streiche wieder, also nicht an der Kante, sondern hier. Das ein bisschen ein und hier ein bisschen ein. Und schiebe das auch rein. So. Und so entsteht, wie ihr seht, so ein wunderschönes Blatt. Da fertige ich mir jetzt einige von an. So, ich habe mir jetzt einige von diesen Blättern angefertigt. Man kann die natürlich auch, ich mache das gleich was anderes daraus, aber man kann die natürlich auch so zusammenkleben und tja, als Blüte dekorieren. Das sieht, ich zeige es euch mal, auch ganz schön aus. Ne, ich wollte aber ganz gerne einen Zweig damit gestalten und zwar habe ich hier den Zweig jetzt genommen. Habe in das untere Teil hier mit der Schere so eine kleine Öffnung gebohrt. Also nicht, dass es wer weiß wie durchsticht, sondern nur hier unten, dass der Stock hält. Deswegen darf auch nicht zu breit sein. Das ist jetzt die Spitze von der Bastelarbeit, die ich mache. Das soll so ein größeres Blatt werden, das aus Einzelteilen besteht. Also hier, ich lege mal erst ein paar so ran, damit man sieht, wie es werden könnte. Ob ich die so spitz dran lege. Ihr könnt natürlich die Pappe auch farblich vorher färben. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Ich will mal gucken, wie ich sie anlege. So, diese kann man nämlich wunderschön nachher in Blumenvasen auch stellen. Entweder nehme ich die in der Menge oder ich setze noch mal eins dran. So geht es auch. So finde ich es auch ganz schön. Jetzt gucke ich mal, ob ich die so spitz ansetze oder so ein bisschen anlege mehr. So, das macht mal vorher, nicht, dass ihr euch beim Kleben dann verklebt, hätte ich bald gesagt. So. So ungefähr würde ich es ganz gerne dran machen. Also es wäre ganz schön, wenn der Stab vielleicht so ein bisschen in der Mitte von diesen Blättern ist. Dann muss ich den ein bisschen anlegen. Vielleicht nehme ich eine Schere hier oben, wird es ja schon ein bisschen, dass es so ein bisschen mittiger liegt. Genau so, dass der Stab also mittig von diesen Blättern ist. So werde ich sie jetzt ankleben. Das heißt, ich nehme hier ein bisschen Kleber. Bin ich natürlich mit dem Arm dran gekommen, aber ich weiß jetzt ja, wie ich es haben möchte. So. Und klebe die nach und nach an. Ich habe das eine Blatt jetzt angeklebt und wollte ja eigentlich das so zusammensetzen, wie ich es eben gezeigt habe. Dann ist mir noch eingefallen, man kann es natürlich auch, also wie ich es eben gemacht habe, euch gezeigt habe, man kann es aber auch so ansetzen, dass die sich immer so ein bisschen abwechseln. Also das ist eine Geschmackssache, so finde ich es auch ganz schön. Wenn man dann einige davon herstellt und stellt die in Vasen, sieht es auch toll aus. Aber das ist einfach Geschmackssache, wie es euch am besten gefällt. Ich glaube, ich klebe sie jetzt einfach so fest. So, die Bastelarbeit ist nun fertig. Ich finde, sie ist richtig hübsch geworden. Man kann sich vorstellen, wenn man von den Zweigen einige in eine Vase stellt, sieht das richtig schön aus. Wie gesagt, von der Farbe her müsst ihr gucken, ob ihr das vorher färben wollt oder ansprühen wollt. Das ist ja nur noch Geschmackssache. Ich finde es so im Naturton ganz schön. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und was ich noch sagen wollte, es ist gerade die Zeit der Pusteblumen oder des Löwenzahns. Also ich habe zwei Videos oder drei sogar in meinen Playlist, wie man die Pusteblumen haltbar machen kann. Diese Videos sind sehr gefragt, aber ich will trotzdem noch mal einmal darauf hinweisen. Schaut es euch an, es macht Spaß.
diese Pusteblumen für sich haltbar zu machen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis bald, eure Angelika Klick.